Jo, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ich begrüße euch, ihr fanatischen Mapmaker, ihr, die ihr ja alle seid. Und ich zeige euch heute mal, was ich innerhalb der letzten zwei Stunden, ja, anderthalb Stunden gebaut habe. Und zwar sind das hier so ein paar, ja, weiße Stain-Clay-Blöcke. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sind im nächsten Video. Und ich zeige euch mal heute eine Art, ihr wisst eh schon, was sage ich, was mache ich überhaupt? Ach egal, ja, Splatoon in Minecraft, ist okay. Ja, und ich zeige euch heute, wie ihr diesen Sandbox-Generator, was auch immer, Scheißdreck da benutzen könnt. Ich fluche viel zu viel, fällt mir gerade auf. Da unten ist das Redstone, fragt mich nicht, wie es funktioniert, keine Ahnung, habe ich geklaut. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Zuallererst, wie testet man am besten, wie viel Blöcke eingefärbt hat, denn das ist ja eigentlich das Ausschlaggebende des Splatoon. Stat Command, sehr, sehr viel Stat Command und Scoreboard Operation und danach gucken, wer mehr hat. Ich habe einfach dann im Endeffekt den Score vom einen, vom anderen abgezogen und geguckt, ob es entweder eine positive oder eine negative Zahl war. Hui, hallo. Dann je nachdem gesagt, okay, Orange hat gewonnen oder Lila hat gewonnen. Was ist Splatoon eigentlich? Splatoon ist ein Spiel, wo man gegenseitig alles Mögliche anmalt. Jetzt zeige ich mal ganz kurz hier so, ich bin nicht nur im Team, ich bin in einem Team. Ich bin in Orange und dann male ich halt irgendwie alles an. Übrigens, ich habe das so gemacht, dass die nicht so weit fliegen. Die hören irgendwann auf, weil das wäre sonst ein bisschen OP, wenn man die komplette Map mit Schneebällen schießen kann. Deswegen kann man nur sie drauf schießen. Ansonsten gibt es noch diese Sache, dass man halt schneller wird, wenn man auf seiner eigenen Farbe steht und unsichtbar wird, wenn man auf der eigenen Farbe sich nicht bewegt. Wenn man dann wieder jedoch schießt, wird man sichtbar oder wenn man läuft, wird man auch sichtbar. Ja, das war so die Key Features bei Splatoon. Wenn man jetzt gewinnt, dann wird getestet, wer die meisten Blöcke angemalt hat. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch vielleicht später nochmal. Und ja, okay, was ich eben gerade platziert habe, ist der Villager. Der Villager sollte die Mitte der Map präsentieren. Das habe ich ungefähr, glaube ich, auch in der Mitte gemacht. Ist auch nicht so wichtig, der ist in einem Radius von 50 Blöcken. Also die Map kann 101 mal 101 Blöcke groß sein. Da ist es, ihr könnt euch ein bisschen austoben. Ihr könnt natürlich auch Wände und sowas hin platzieren. So, klar, ne? Logisch. So, ganz cool. Da. So. Können wir einfach mal ein paar Wände hinbauen, vielleicht wird es ja die Next-Gen-Map hier, vielleicht wird die, glaube ich, auch in Splatoon an sich implementiert, weil die so geil ist. Und meine Nase ist voll! Oh nein! Was mache ich jetzt? Das kommt bei mir auch immer so plötzlich, ey, schlimm. Okay, das nächste, was wir brauchen, außer jetzt der Teammitte, wäre zum Beispiel noch Team-Spawns. Was sage ich? Map-Mitte meine ich natürlich. Team-Spawns sind dann hier das Pferd und der Hase. Klar, Pferd. Für das eine Team, ich weiß nicht welches, keine Ahnung, Rot oder Lila, ich weiß es nicht, Orange oder Lila. Und Hase für das andere Team. Ah, Mann, jetzt ist meine Nase voll, aber ich will dieses Video zu Ende bringen, was mache ich jetzt? Egal. Und Villager, wie gesagt, die Map mit. Und dann haben wir noch was für die Lobby. Und die Lobby würde ich irgendwo unter oder über die Map packen. Ich packe es einfach mal hier unten hin. Denn, ja, genau. So, okay. Wie gesagt, ihr spawnt dann als Mapmaker, oder habe ich das schon gesagt? Keine Ahnung. Ihr spawnt als Mapmaker ungefähr hier so. Könnt dann da hochfliegen. Ich kann euch da oben auch spawnen. Das Ding ist, wenn ihr jetzt aber in Game 2 seid, werdet ihr dann zur Lobby geportet. Was jetzt hier noch fehlt, ist ein Saturation-Effekt. Saturation, das kann ich jetzt gleich noch ändern. Also wenn ihr das gedownloadet habt, dann ist das eh schon drin. Also, ja, macht euch da keinen Kopf. So, okay, Saturation hat noch gefehlt. Fällt mir gerade so auf. Komm, das muss noch ein bisschen länger gehen. Los! Okay. Geht nicht so krass. So, sehr schön. Okay, eine halbe Stunde Saturation, perfekt. Mehr wollte ich gar nicht. Ja, okay. Jetzt sind wir hier. Wenn wir versuchen, irgendwie abzuhauen, dann werden wir höchstwahrscheinlich sterben. Ja, fast. Das mit der Regeneration sollte ich vielleicht noch... mit der Resistance sollte ich vielleicht noch machen. Ja. Noch was? Ach, egal. Ihr habt dann wahrscheinlich eh richtige Lobbys. Oder? Nein? Okay. Oder vielleicht Regeneration wäre noch cool. Wenn man 0 Level hat. Affected. Regeneration. Das wäre noch praktisch. Okay. Ja, das sind so die wichtigen Sachen, die ich jetzt alles übersehen habe. Egal. Okay. Ich würde sagen, wir starten das Game einfach mal. Und das machen wir folgendermaßen, indem wir 181 Level an alle gehen. Das ist jetzt ein bisschen wichtig, das müsst ihr euch merken. Ich habe da unten auch noch ein paar Command-Blöcke, die den kompletten Startvorgang sozusagen symbolisieren. Die könnt ihr auch einfach kopieren und dann einen Knopf in eure Lobby reinpacken. 181 Level, weshalb? 181 ist eine Minute und sind 3 Minuten und eine Sekunde, sozusagen in Sekunden jetzt, sagen wir mal. Ja? Also quasi, oh, wir müssen hier noch ein L hinschreiben. Noch wichtig. So, ein Level entspricht einer Sekunde und ein Match in Splatoon geht, soweit ich weiß, soweit mir das jetzt meine vertrauliche Quelle in Klammern Egoti gesagt hat, 3 Minuten lang.
Und deswegen ja, habe ich jetzt einfach mal 3 Minuten, also 180 Sekunden genommen und dazu noch eine extra Sekunde dafür, für die Sekunde halt, die man halt so spawnt. Okay, wenn ich mir jetzt quasi die Level gebe, dann spawne ich an meinem Team spawnt, okay? So, wir sind jetzt hier. Ich habe jetzt 2 Items. Einmal den Schneeball zum Ballern. Übrigens, jetzt gehen noch meine Level hier runter. Und dann habe ich noch diese Bottle of Enchanting. Was die macht, ist folgendes. Sie tippet mich zu einem Mitspieler, der mindestens 10 Blöcke entfernt ist, also der nächstgelegene Spieler, der mindestens 10 Blöcke entfernt ist, damit ich mich nicht selber erwische oder jemand, der auch im Spawn ist. Zu dem tippe ich mich dann quasi. Also kann ich rechtsklicken und dann hört ihr auch diesen Sound. Dann tippe ich mich quasi zum nächstgelegenen Spieler in meinem Team. Um ihm dann irgendwie von da aus zu helfen. So geht das, glaube ich, auch ähnlich bei Splatoon. Man kann auf jeden Fall zu seinen Teammates gehen. Und ja, so ungefähr. Mir fehlt übrigens gerade auf, dass es ein bisschen zu abrupt die ganze Zeit abbricht. Und das ist ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Speed noch mache, dass es einfach ein bisschen länger angeht. Ich habe es eben gerade einfach, dass die ganze Zeit der Speed danach geklärt wird. Keine Ahnung, muss ich nochmal machen. Es ist halt nicht so smooth, ich weiß nicht. Könnt ihr nochmal reinschreiben, ob ich den einfach eine Sekunde lang geben soll, den Speed-Effekt. Oder ob der einfach direkt abbrechen soll, wenn ich nicht mehr auf der Farbe bin. So, okay, jetzt kann ich hier halt so alles anmalen. Hier die Farbe, die Wand geht natürlich auch. Und wenn halt diese Zeit jetzt runtergeht, XP minus 100L, dann seht ihr gleich. Und zwar jetzt. Map wird gereinigt und gescannt. Der Gewinner steht in Kürze fest. Also hier haben wir unten einen Dings, der hier durchgeht. Und der sagt dann, wer gewonnen hat. Wir haben in dem Fall gewonnen. Weil wir natürlich orange sind und wir hatten keine Gegenspiele, das war jetzt nicht wirklich schwierig. Und weil es mehr orangene Blöcke als lilane Blöcke gab. Wenn ich jetzt quasi Scorer Teams Giant Purple gehe, XP 181L. Übrigens, wir werden nicht zurückgepottet, weil die Lobby zu nah dran ist. Man muss 20 Blöcke von der Lobby entfernt sein. Deswegen muss die Lobby vielleicht mal ein bisschen woanders sein noch. So, ja, ich mache das Ganze nochmal. Pam, 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 pam. Minus 100L, minus 50L, wunderschön. So, könnt ihr noch ein bisschen anmalen, bla 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 bla. Wir können auch übrigens jetzt nochmal Scoreboard Teams Join Orange machen, hier nochmal ein bisschen rumballern. Wir haben natürlich jetzt weniger und dann seht ihr auch gleich, was passiert, hoffentlich. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt funktioniert, wie es sollte. Müssen jetzt eigentlich verloren haben. Nee, es ist trotzdem gewonnen, obwohl Scoreboard Objective Satisfy Sidebar Punkte, das Ergebnis ja positiv ist, oder? Nee, genau, negativ. Verloren. Eigentlich müssten wir verlieren. So, das Ding ist jetzt, warum ist das so? Das müsste hier irgendwo sein. Ich glaube, da. Execute, genau. Das müsste ja eigentlich... Ist ja nur da. Nur das eine, ne? Ja. Okay. Execute. Moment. Name ist gleich Purple. So, das ist ein Armored Stand, der gespawnt wird. Execute Ether Armored Stand Marker. R gleich 1, Score Player Set Operation. Das Ding ist, könnte es sein, dass ich zweimal einen Marker aus den spawne? Nee, das ist der andere. Der eine heißt ja Map Mitte, oder? Say at E. Wir haben Map Mitte, Lobby, Purple Spawn. Ach ja, genau, wenn ich jetzt halt nochmal execute at E. Name ist gleich Map Mitte. Das passiert übrigens dann, wenn wir ein Level haben. Map Mitte summon. Summon. Hallo? Villager. So. Spawn das Ding hier halt. Und dann geht's hoch. So. Und jetzt, wenn wir Say at E machen, haben wir Purple Spawn und Marker. Das Ding ist, eigentlich müsste es erst da ganz oben passieren. Das Ding ist aber, daher. Ja, natürlich, klar. Mist. Das heißt, ich müsste hier execute at e type armor stand name ist gleich purple und dann dazu noch ja, genau, zack, zack, zack und dann execute at e type armor stand name ist gleich marker und R gleich 1 oder 2. So. Zack, zack, zack. Und daraufhin Scoreboard Players Test. Ja, okay. Und das Ganze kopiere ich hier nochmal. Na, Moment, wo war ich? Scoreboard Players Test. Na ja, genau. Okay. Ist noch gleich ein halber Map-Making-Block hinten dran. So. Pam. Ihr seid natürlich alle extrem gespannt und wollt unbedingt wissen, ob ich das hinkriege.
So. Okay. Das dürfte funktionieren. Ich bin mir nicht sicher. Machen wir das Ganze hier einfach mal. So. Das Ding dürfte jetzt hochfliegen. Ach, verdammt. Das hat ja gar keiner gewonnen, weil, ne? Ist ja logisch. Mist. Machen wir das Ganze nochmal. Moment. Auch ein Schneeball. Und mit dem male ich alles an. Okay. Und. Nochmal. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Das würde mich sehr interessieren. Und das fände ich sogar sehr, sehr cool. Und. Okay, es ist alles weiß. Das funktioniert schon mal. Und. Ja! Huh! Wir haben gewonnen. Das ist cool. Okay, ja. Okay, dann ist die Map fertig sozusagen. Ja, ich muss jetzt vielleicht einmal verbessern. Habt ihr gerade gesehen. An sich dürfte das auch im Multiplayer funktionieren. Falls nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe gerade so schlechtes Internet, dass ich das nicht im Multiplayer austesten möchte. Ansonsten können wir sogar das Ganze hier mal auf einem Server spielen. Ich werde die Map mal fertig hauen und dann irgendwie so komplett eine komplette Map draus machen. Das Ding ist, falls ihr jetzt eine Map damit machen wollt, ja, das ist mir jetzt ganz toll wichtig. Jetzt ist ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Dann müsst ihr mich da irgendwie mit reinpacken und sagen, dass ich das irgendwie ermöglicht habe, dass ihr so eine Map bauen könnt, falls ihr die irgendwo jemandem schicken wollt. Ich möchte nicht irgendjemanden sehen, der jetzt ankommt und sagt, ich habe Splatoon in Minecraft gemacht und schickt die an beispielsweise Weiß, Zombie, wen auch immer. Und dann einfach so steht, ja, und hier ist übrigens mein YouTube und hier ist mein Twitter und danke fürs Spielen, ich habe euch gerne ganz doll lieb und tschüss. Also wenn ich da irgendjemanden sehe, ich ziehe euch die Ohren lang. Da bin ich echt sauer. Ich werde das vorher nochmal abklären, ja? Ich werde das dann vorher nochmal mit Mortado und Zombie ab, dass sie auch ganz, ganz doll sauer auf euch sind, dann schon im Video. Also macht es nicht. Bitte. Okay, das finde ich nämlich ziemlich uncool, wenn ich mir hier die Mühe mache und ihr schreibt dann irgendwie euren Namen nicht dazu, wenn ihr so eine Map irgendwo verbreitet am besten noch. Das wäre, naja, komisch. Ihr könnt natürlich die Maps irgendwie, ja, teilen. Und damit irgendwie was machen. Ihr könnt sie mir auch einschicken. Dann können wir da irgendwie... Oder wir spielen sie einfach irgendwie mal hier online. Und zocken zusammen. Oh, und so weiter und so fort. Ist eigentlich ganz cool. Hätte ich sogar Lust drauf. Vielleicht packe ich das mal auf meinen Server. Und dann können wir ein bisschen zocken. Weiß ich nicht was. Vielleicht macht da jemand ein Plugin draus. Und dann können wir ein bisschen Dings... Ich kann es ja mal bei The Waze vorschlagen. Dann haben wir das bald auf The Waze. Können wir auch machen. Aber bitte schreibt, wenn ihr eine Map damit macht, bitte dazu, dass es irgendwie von mir ist. Und ne... Unterschlagt das nicht, weil das ist ein bisschen doof. Okay, diese verumstaltete Map könnt ihr jetzt genauso downloaden und damit anstellen, was ihr wollt. Sofern ihr halt, wie gesagt, Credits gebt. Ich wiederhole nochmal ganz kurz zum Schluss nochmal das hier. Mitte von der Map, Villager. Rabbit und Horse sind die verschiedenen Spawns. Ich weiß jetzt nicht, welcher das ist. Dann könnt ihr einfach mal gucken. Ich glaube, dass Horse der lilane war. Ich bin mir mal nicht sicher. Und Ocelot ist die Lobby. Also Lobby, Spawnpunkte hier und das ist die Map-Mitte. Mehr braucht ihr nicht. Und ansonsten müsst ihr hier einfach mit weißem Clay bauen. Etwas, was nicht eingefärbt werden soll, das könnt ihr einfach machen, wie ihr wollt. Aber ansonsten das Wichtige halt einfach in weißem Clay. Und ja, die anderen Farben sind total irrelevant. Ihr könnt natürlich hier auch einfach irgendwas mit rotem Clay hinbauen. Das wird sich nicht umfärben. Wobei, doch, ich glaube, das wird sich umfärben. Ja, das wird sich umfärben. Oder? Doch, ja. Ah, das wird sich entfernen. Naja, okay. Ich würde sagen, wie ich jetzt schon 50.000 Mal gesagt habe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und viel Spaß mit der Map. Tschüss.